mal meine ganzen Tassen hier sortieren. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Tears to Fathom Custom House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Mit den ganzen Erinnerungen besser klar. Mikro reinziehen, damit er auch hört, wenn ich schreie. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Okay. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ach du Scheiße. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Fuck. Fuck. Kilometerlange dichte Wälder, die von der Postverwaltung verwaltet werden. Und das wird so richtig gut. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten oder leckere Mahlzeiten etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil. Oh, das hätte ich auch. Ich würde auch gerne mal mit so einem Wohnmobil durch die Gegend fahren, ne? Das ist so mein Ziel. Dass ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu dieser Zeit hatte. Oh, ich habe schon jetzt gar keinen Bock mehr, ne? Also, das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwehrwachturm wegen offiziellen Umständen. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Wenn mir jetzt wieder irgendjemand schreibt. Hui, guck mal, ich fahr Wohnmobil, mein Traum wird wahr. Oh. Können wir jetzt wieder ausmachen und dann nächstes Jahr weitermachen? Guck mal, warum schreibt ihr mir, während ich Auto fahre? Das ist so gefährlich, Mann. Kyla, wer bist denn du eigentlich, Alte? Der neue Regionalleiter ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen, ohne irgendwelche anderen Personen und einfach dafür bezahlt werden, dem Wind beim Wehen zuzuhören. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Um ehrlich zu sein, bin ich fertig mit diesem Job. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Wie gesagt, du bist hier immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Ironbreak Fire Department. Ironbreak? Die schicken mich nach Ironbreak nächsten Monat, der bei Roseburg. Hab gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und weniger Camper. Ruf mich an. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg? Mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht. Was? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bist du dort angekommen. Bist du dort angekommen? Was? Bis du dort ankommst? Ich kann heute nicht lesen. Ich werde es. Bist du schon an Roseburg vorbei? Nee, warum? Wer ist jetzt Mitch? Mitch und Kyla. Alde, es geht gar nicht, was ihr hier macht. Herzlichen Glückwunsch zur Versetzung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollt ihr dir nur Bescheid geben, dass du zu Turm 11 zugeteilt wurdest? Willkommen an Bord. Ich bin übrigens. Mich. Ich bin mich. Mitch aus Ironbreak. Vielen Dank. Habe schon eine Menge von Josh über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Habe gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet am 12. Hört sich gut an. Werde da sein. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere. Du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Sicher.
Warum hast du dich für genau diesen Job entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel. Oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid. Ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Menschen, die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen, um dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro wohl. Besser aufgehoben? Ich weiß es nicht. Ich bin Iron Horse letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben... Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Ich auch nicht. Ich gehöre einfach hin. Und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbreak schnell gewöhnen werde. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Okay, wir sind eine Frau. Alles klar. Wo kann ich meinen Van parken? Also, kommst du am Freitag? Du kannst dein Auto einfach hinten auf dem Schrottplatz parken. Bei Tor D. Ach, Schotterplatz. Park dein Auto auf dem Schrottplatz, ist schon okay. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Oh, fuck. Ich kann gerade gar nichts mehr lesen bei euch. Was ist denn jetzt mit Twitch los? Hey, los jetzt, fahren wir. Das ist ja auch interessant. Mega komisch. Muss ich während der Fahrt doch auf mein Handy glotzen. Aber wenn es geht... Fährt sich richtig assi hier. Nur mal so, dass ihr es gehört habt. Weiß nicht, ob halt jetzt auch die Alerts und so, ob das auch alles vorbei ist gerade. Gucken wir mal. Können wir die Musik wechseln? Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Ich auch. Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, macht mich glücklich. Schön. Hört sich an, als wäre der Wald mein Zuhause. Oh Mann, Kyla, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ehrlich, ich fahr Auto. Ich hoffe, ihr macht es auch nicht. Während der Autofahrt aufs Handy gucken. So, wo mache ich denn hier den Bums aus von Musik? Gott sei Dank. Ist es zu leise oder geht's? Ups. Ups. Oh. 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 Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Roseburg. Hey, jetzt geht der Chat da drüben wieder. Wollt ihr mich eigentlich was? Will mich OBS gerade hier verarschen? Ich wusste gar nicht, dass man für eine Zulassung von einem Auto eine Versicherungsbestätigung und den TÜV braucht. Ja, brauchst du. Wir lassen uns, sie wollten nur den alten Fahrzeugprüf und den Zettel fürs Wunschkennzeichen. Oh, oh! Ups! Das ist so, wenn man halt nebenbei liest, gell? Möchtest du auch ein bisschen schneller fahren, oder? Was ist denn? Was hätte ich denn machen müssen? Warum fährt denn der jetzt so langsam? Fahr doch! Ich war am Verhungern und musste deshalb etwas zu essen besorgen. Okay. Wir fahren nochmal zurück. Kann ich auch zurückgucken? Oh geil, guck mal. Wir sind ja voll ausgestattet. Das ist ja mega. Ich hätte es ruhiger angehen lassen sollen. Da ist ein Diner. Da hätte ich auch mal Bock, ne? In so einem American Diner. Also in Amerika. Nicht hier bei uns, sondern wirklich in so einem versifften Diner essen. Wo du ganz genau weißt, du kriegst irgendwelche Krankheiten danach. Oh. Also wir essen jetzt erstmal. Oh. Tut mir leid, wenn ich irgendwelche Autos mitnehme. I'm sorry. Ah, ich lasse das mal hier so stehen. Na, vielleicht, vielleicht bin ich auch sozial und stelle es hier so ab. Oh mein Gott, wie cool! Das würde ich so gerne... Och, ich würde das auch gerne mal machen, ne? Geil! Hinten ist dein Bett. Oh Gott, das ist so cool. Das sehe ich mich. So ein Camper. Definitiv.
Also, ich habe Hunger. Mal was essen. Kann ich auch rennen? Lass es rennen. Tag, Sir. Ich hoffe, es schmeckt. Oh, der Burger, der sifft ja schon vor Fett. Lecker. Also ein Burger muss halt auch siffen, ne? Der muss so richtig riefen. In die USA verschiffen und den Roadtrip machen. Oh, guck mal, oh, die Arme. Sie kann nur auf der Stelle gehen. Ist gut für Fitness und so. Lassen Sie sich's schmecken. Oh, willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen? Ich bin eine Frau, ne? Gut. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, danke. Ist es egal, wo ich sitze, Ma'am? Ma'am? Warum haben Sie eine Schaufel dabei? Wollten Sie jemanden begraben? Es ist jetzt schon cool gemacht. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja, danke. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Boah, ich würde alles essen. Ein Cheeseburger mit Pommes, bitte. Was haben Sie denn? Wir haben Cola, Kaffee und Erdbeerslush. Ich glaube, der Slush ist wie ein Milchshake. Ich würde gern den Slush nehmen. Perfekt. Noch irgendwas? Das wäre alles. Danke. Super. Ich bringe Ihnen das Essen. Sobald es fertig ist, geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Klingt gut. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, vor dem Essen noch einmal zu pinkeln. Also, dann gehen wir mal. Wir sind eine Frau, ne? Ach, guck mal. Das Klo ist für alle da. Auf, rein da. Zu den Bums hier. Ich musste dringend pinkeln. Mal gucken, ob wir diesmal zielen können. Okay, oh mein Gott, wir können zielen. Ich bin so glücklich, wir sind doch ein Mann. Der muss aber wirklich lange pinkeln. Gut, wir spülen auch. So, damit hier alles mit rechten Dingen zugeht und sauber bleibt. Wir waschen uns auch die Hände. La 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 la. Und wir trocknen sie. Ist es zu leise? Kriegt ihr überhaupt was mit? Ja, ne? Oder? Barbara, ach so, Barbara, fertig. Mensch, komm. Ja, Bunger, Alter. Oh, ich habe vergessen, die Türe zuzumachen. Ich finde das immer so eklig, wenn Leute auf dem Klo sind und wenn sie dann ohne Hände waschen, das Klo verlassen. Das ist doch mega eklig. Oh, geil. Oh, ich hätte jetzt auch gerne so einen Erdbeermilchshake. Danke, Barbara. Sieht gut aus. Was ist denn das hier alles? Senf? Nom. Der tropft schon richtig. Hier, noch ein paar Pommes. Ja, du musst die schon in die Mayo tippen. Dippen. Dippen. Wie isst du denn Pommes, Junge? So, danach ist mir so schlecht, dass ich erstmal aufs Klo gehen muss. Und, naja. Zeig mal her hier. Also, Ayla. Ich glaube, da war ein Diner. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, es war super lecker. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen?
Die Rechnung bitte. Okay, ich bin sofort wieder da. Danke, Barbara. So. Also, Kyla, ist Kyla unsere Wolle? Die haben die besten Burger der Stadt. Die musst du testen. Ich könnte wirklich eine Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kyla. Hier ist die Rechnung. Ihre Zahlung ist $7.60. Ja, ihr habt genug Kohle. Krieg schon ein bisschen Trinkgeld. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für das Trinkgeld. Ja. So. Kyla, jetzt. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist so lecker. Hab's doch gesagt. Das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausgucken bin. Wow, ja, bin auf dem Weg nach Hause. Schreib dir gleich zurück. Alles klar? Okay, Schotterparkplatz hatten wir noch gelesen. Von da aus musst du zu Fuß weiter neben den Gold Creek Trail. Und von da wird es noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Verstanden, danke. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. So. Alles klar. Also dann, Barbara, oh, ist ja nett mit dir. Ich muss dann mal los. Können Sie mir noch was erklären? Eine lange Fahrt hinter dir. Wo gehst du hin? Norden für eine Lieferung. Und selbst? Oh, ich bin ein Angestellter beim Iron Break, Naturschutzgebiet. Iron Bark. Oh, ich sag Break Bark. Also, stimmt es? Was denn? Was diesen Kindern letztens passiert ist, ja, können wir nicht wirklich wissen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Eltern sich fühlen. Das ist doch der größte Albtraum. Okay, was ist den Kindern passiert? Ah. Ah. Schön. Meine Güte, der ist aber auch ganz schön langsam. Ess mal schneller, sonst esse ich ihn dir weg. Dann steigen wir mal. Oh, ich habe die Tür vergessen zuzumachen. Oh nein. Oh. Okay, komm, mach zu den Bums. Also, wir weiterfahren hier. Los geht's. Hui! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Auto. Ich setz mal zurück. Oh. Ich war nicht besonders stolz auf meine Fahrweise. Das bin ich nie. Hui! Oh. Acht Uhr abends. Nee, wir machen es jetzt hier nicht gruselig. Hör mal auf, bitte. Ich möchte die Lage von diesem Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Oh Gott. Da sind wir schon. Sind wir schon da? Es ist not. Fahr einfach mal. Zuerst fuhr ich an dem Pfad vorbei. Okay, wir sind schon da. Sorry. Alles klar. Ich
Hier sollten wir parken, ne? Also, haben wir jetzt hier geparkt? Doch mal, was ist denn das für eine romantische Musik hier? Oh, ich wollte einfach nur das Radio ausmachen. Ich bin doch alleine, ich brauche keine Romantik. So. Gott. Kriege ich eine Taschenlampe? Habe ich eine Taschenlampe? Hallo? Es ist ein bisschen gruselig gerade. Könnt ihr eine Taschenlampe haben? Okay, da ist der Pfad, ne? Da müssen wir gleich durch. Wir müssen jetzt erstmal hier zu... Wie hieß er denn? Dave, ne? Dave? Oh Mann! Dave! Du Arschloch! Scheiße! Ach du heilige Scheiße, du hast mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Du hast mich erschreckt, Mann. Möge Gott Gnade haben. Das sage ich ja auch immer im RP. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Oh, ich bin kein Camper. Du bist, Ach, Billy heißt er. Wie komme ich denn auf Dave? Ich bin der neue, was? Transferierte Feueraufpasser. Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Das muss man auch erstmal aussprechen können, dieses Wort. Ist da hinten gerade jemand gelaufen? Ah, stimmt. Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Ja doch, ich bin jetzt da. Warte, lass mich das prüfen. Okay. Na, prüf mal. Ich mach mal hier zu den Bums. Hier. Oh, Bilder. Das sind bestimmt die Kinder. Mann, warum erschreckt denn der mich so? Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingeteilt. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, der Turm für diese Saison, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre. Aber hier sind deine Schlüssel. Ja, danke, Mann. Was geht? Lass mich für dich das Tor öffnen. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Alles klar. Kann ich Taschenlampe haben vielleicht? Guck mal. Da würde ich auch gerne mal Ansagen machen. Könntest du mal deinen Müll hier wegräumen? Was ist denn das hier für ein Zustand? Ja, keine Taschenlampe. Ich laufe doch jetzt nicht im Gott sei Dank. Da du so spät ankommst, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe. Dankeschön für den langen Weg zu deinem Turm. Danke dir, Billy. Ich dachte schon, ich brauche... Was? Ich dachte schon, ich brauche eins. Ey, danke, Mann. Ja, du, sei vorsichtig. Nimm das. Willkommen in Ironbark. Nun für unsere Gründe, was? Nun für unsere Gründe. Wenn du bei deinem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Jawohl, mach ich. Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Ja, alles klar, Mann. Du hab einen guten Tag. Ja. OBS ist schon wieder abgeschürzt. Aber wir haben ja das Handy. Was steht da? Seid ihr schon mal nachts alleine im Wald gelaufen? Ja, mit Fackeln als Kind. War echt cool. Also so mit so Fackeln, das hat schon Spaß gemacht. Hey. Nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft.
Alles klar, habe verstanden. Ich dachte, er wollte mich bloß erschrecken, aber es sah todernst aus. Flashlight! Schau, Mann! Oh Gott! Halleluja! Ja. Keine Fahrräder, nur Pferde und auf dem Weg bleiben. Ich ließ meine Tasche erst einmal im Wohnmobil. Sollten wir die mitnehmen? Ah, die holen wir morgen früh ab. Gott, vielleicht ist da irgendwas drin, was wir brauchen. Oh, wir müssen die Tasche doch mitnehmen. Ja, okay. Ich gehe ja schon zurück. Spiel. Ich und ein Kumpel kamen auf die Idee, ohne Lichter allein im Wald zu laufen, aber ich hatte so Schiss und ich fühle mich so unwohl und beobachtet, dass wir zum Auto gingen. Uns ist auch ein Jogger im Dunkeln entgegengekommen. Wo ich früher mal joggen war, war ich tatsächlich auch schon im Dunkeln joggen. Ja, im Wald. Mache ich auch nie wieder. Was war denn mein Wohnmobil? Das, was so scheiße steht, ne? Aber ja, also ganz, wo ich klein und süß war, da hatten wir mal so eine Fackelwanderung gemacht. Das war sehr, sehr cool gewesen. Und ansonsten war ich halt mal mit Freunden im Wald, wo wir dann etwas getrunken haben und irgendeiner hat dann eine Gitarre gespielt und so. Das war schon sehr cool. Ja. Allerdings hatte ich Schiss, dann da irgendwie aufs Klo zu gehen, weil es war halt doch dunkel. Im Wald gibt es nachts schon komische Geräusche. Halb zwölf Nacht. Es ist ja richtig schnuckelig hier. Nur um elf. Ob wir die Frequenz brauchen? Keine Ahnung. Ich weiß es. Hallo? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Oben leuchten die Sterne, unten leuchten wir. Und alle! Ich würde so gerne wieder wandern gehen, ne? Gold Creek Trail. Daisy Trail, okay. Ich war mit den Pfadfindern nachts im Dunkeln unterwegs, um Aufgaben zu machen. Und das war sehr cool, glaube ich dir. Tower 11. In einem Feuerturm zu leben, ist kein glamouröser Job. Aber du lebst doch da nicht. Also jetzt mal... Ohne Spaß, du lebst doch da nicht, oder? Du bist doch da nur so ganz normal arbeiten und dann irgendwann ein Schichtwechsel, oder? Aber ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Ja auch, aber deswegen will ich doch hier nicht leben. Was mit dem? Ganz schön zügig hier oben, mein lieber Freund, du. Da weht's mir fast den Hut weg, falls ich einen aufhab.